Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, dann werden wir hier erstmal ein bisschen aufräumen. In der letzten Folge hier ein bisschen was verloren haben. So. Zack, laden wir die erstmal auf. Schauen wir mal, ob wir das jetzt so auch aufgeladen bekommen. Ansonsten müssen wir vielleicht den anderen Anhänger holen. Ah ne, guck mal, jetzt passiert ein bisschen was. Ja, wenn du jetzt da nicht die ganze Zeit reinfahren würdest, liebes Auto. Na, ah, jetzt schafft das. Das heißt auch, wir müssen, glaube ich, selber fahren mit diesem Gespann. Ich glaube, der wird bei der nächsten Kurve wieder auf der Seite liegen. So, haben wir auf jeden Fall wieder den Unfall beseitigt. Dann fahren wir hier auf jeden Fall mal raus ins Gras. So. So, ganz schnell in den hier rein. Weil das ist ja gar nicht so arg wichtig, dass wir mit dem unterwegs dann sind. Also wichtiger ist erstmal, dass wir, denk mal, die Bretter und Co. noch losbekommen. So, also gehen wir hier erstmal on the road. Alle Felder sind ja soweit gepflügt. Der will natürlich jetzt hier nach unten. So. Mal schauen, dass wir das alles losbekommen. Ja, es sind halt schon. Ist halt schon ein extremes Gewicht, ne? Hat das schon zu kämpfen und zu husten. Ah, da haben wir jetzt auch wieder Glück gehabt beim Rumfahren. Der Anhänger so ein klein bisschen hin und her tänzelt die ganze Zeit. Auf jeden Fall hat da unser hat der Big M auf jeden Fall jetzt genug Zeit loszubekommen, Sachen loszubekommen. So. Alles, was jetzt in der Produktion ist, bleibt jetzt in der Produktion, auch bis zum nächsten Tag. Aber dann haben wir jetzt das jetzt auch gleich weg. Die ganzen Paletten. So. Zack. Wird jetzt auch schön verkauft. Der darf dann zum Hof fahren. Ja, nett von dir, dass du da dagegen fahren möchtest.
Nett von dir, dass du da schon wieder dagegen fahren möchtest. Was ist denn los mit dir? Mann, Mann, Mann. Haben wir das ja auch noch. Fahren wir jetzt aber erstmal den Traktor hoch ans Feld. Und dann können wir. Beziehungsweise. Den können wir sagen, es soll BGA Nordeinfahrt fahren. So. So, ab in den Träger. Dann können wir da gleich wieder abtanken. Den Drescher, der ist schon wieder bei 84%. Dann sind wir auch wieder bei 82. Dann tun wir mal den Anhänger wieder leeren. Dann können wir die Ballen noch einsammeln. Aber wir haben jetzt genug zu tun. Ja, 2,3 Millionen sind wir jetzt sogar schon. Also es wird doch ordentlich sein. Gut, wir haben jetzt auch einen sehr, sehr geschmeidigen Bonus. Wo wir ja immer bekommen. Also allein ist die drei Fuhren, wo wir da weggebracht haben, haben wir jetzt über 100.000 Bonus bekommen. Das ist halt schon enorm. So. Genau, jetzt drehen wir hier ab. Fahren das ins Lager. Also es kommt jetzt auf jeden Fall deutlich weniger nach. Dieser Kontostand ist einfach göttlich. Mal schauen, was unser Spiel so schön vorschlägt an Ernten. Dann vielleicht kaufen wir uns auch ein neues Feld dann. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so, dass wir da arg cheaten bei einem Umzug mit einem alten Feld. Zum Beispiel Feld 1, was Schönes drauf wäre zum Ernten. Wenn wir das denn machen würden. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und finde ich auch nicht als cheaten. Ja, es ist halt einfach die Krux hier, dass man das sauber hinbekommt, ne? Aber davon bin ich überzeugt, dass wir das auch meistern werden. Ab auf das Feld. Okay, das ist oben angekommen. Das ist natürlich auch klasse. So, einmal Heringe. Klopapier lassen wir, Krabben lassen wir auch. Ja, ne, Schollen war es ja. Schollen war es ja, wo wir so viel hatten. Dass es sich eben deutlich lohnt. Hundertfünfundneunzigtausend, müssen wir natürlich erstmal noch schauen, wo wir den Hering dann loswerden. Die Schollen. Sorry, ich sage immer Heringe. Aldi. Also einmal schön in den Süden. Bin mal gespannt, ob der sich jetzt, ob der auch so kippelig ist mit den Schollen drauf. Ich glaube ja, aber wir werden es ja dann sehen. So. Natürlich pressen wir dann auch 180er Ballen. Das ist zwar ein bisschen klein zum Pressen, aber geht eigentlich schon noch klar.
Also müssen wir erstmal hier das ganze Stroh einfahren. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir dann keine Ballen oder sowas haben für den Umzug, weil dann müssen wir wirklich extrem drauf schauen, dass wir die alle rüberbekommen und Höhenlevel und und. Vielleicht werde ich sogar noch den Fischer ein bisschen anpassen, ein paar Zentimeter noch nach unten setzen, wenn ich dann eh schon in der XML bin. Und das Zeug hin und her schiebe, die ganzen Füllstände rüber transferiere und so. So, hier mal mittendurch. Okay, er fährt auf jeden Fall. Ne, Moment, doch, er fährt noch. Der mit den Schollen. Ja, da werde ich jetzt in Zukunft immer so ein klein bisschen drauf achten. So, jetzt noch genau eine Stunde können wir das Klärwerk betreiben mit Abwasser. Abladen und wieder beladen, dass wir da einfach wieder eine saubere, ein sauberes Aufladen haben. So, ja, wunderschön, wie sehr aufgeladen wird. Oh. Kriegt er das beides? Jawohl. Kriegt er. Sehr schön. So. Also ich glaube nicht, dass wir alle Ballen jetzt hier rauf bekommen. Ich glaube, dass wir das schon noch mal fahren müssen. Weil da vorne haben wir einige Ballen jetzt lose. Noch 20 Ballen, wo wir raufkriegen. In der Theorie, obwohl es könnte sich eigentlich ausgehen, ne? Schauen wir mal. Den einen Ballen, wir müssen da eh noch mal hochfahren. Ah, es sind eigentlich wieder ein Tick zu viele Ballen. Okay, er lädt es trotzdem vorne noch auf. Aber hier ist es wahrscheinlich wieder Schluss. Ne, immer noch nicht. Werde es aber trotzdem mal zwischendurch abladen und nochmal beladen, dass wir da wirklich sauber dann sind. Ja, es sind auch 4 Ballen. Muss entladen werden. Ja, der Drescher ist fertig. Werden wir aber gleich erst umsetzen. Also ich werde jetzt die einzelnen Ballen hier noch oben drauf werfen. So. Oh, der ist angekommen beim Aldi. Da gehen wir da natürlich hin. Zack. Haben wir das jetzt verkauft? Oh, über 2,5 Millionen sogar. Nicht, dass wir das noch sehr, sehr sauber auf die 3-Millionen-Marke dann zu wackeln. Also mit 2,9 Millionen circa gehen wir dann auf die neue Marsch.
Das ist ein Wort. So. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.